Es geht um die Stripper. Keine Polizisten, Indianer oder Cowboys. Und mein Chef hat eine total abgefahrene Truppe entdeckt. Natürlich sind es professionelle Tänzer. Das ist nicht dein Ernst. Hat er dich geküsst? Quatsch. So richtig schlau werde ich nicht aus dem. Vielleicht, weil du dich verknallt hast? Ich bin nicht verknallt. Ich war schon mal verknallt, das ist was ganz anderes. Ansgar von Dahn, Sie sind vorläufig festgenommen wegen Mordverdacht an Vincent Berg und Eva Baumann. Alexa lügt. Du hättest Eva nie was angetan. Wir kriegen sie dran und dann kommst du hier raus. Ich hatte beantragt, dass sie dich für die Beerdigung rauslassen. Aber du und Eva, ihr seid nicht verheiratet. Und solange die kleine Berg behauptet, dass du sowohl ihren Vater als auch Eva ermordet hast. Sie hat gelogen. Das können wir ihr aber nicht beweisen. Bring mich einfach zu Eva. Ja. Ich weiß aber langsam nicht mehr, was ich alles noch versuchen soll. Verdammt nochmal, ich muss zu ihr. Wir lieben dich. Eva. Eva. Bring mich einfach zu Eva. Ich werde alles tun, damit du dich verabschieden kannst. Ich hasse diesen Typen. In den verknallt. Sie sollten sich dringend mal entspannen. Entkrampfen. Loslassen. Gefühle zulassen. Lassen Sie mich endlich in Ruhe. Mist. Welcher Mann schenkt schon Lilien? Du kommst jetzt erstmal in den Müll. Nein, bitte nicht jetzt. Hallo, Leni. Hi, Caro. Ich wollte fragen, ob du vielleicht gleich ins No Limits kommen kannst. Wir haben gerade einen kleinen Engpass. Wäre toll, wenn du einspringst. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich mich über deinen Anruf freue. Bis gleich. In meinen schwarzen Anzug, den haben Sie mir rausgelegt? Ja, er liegt bereits gereinigt in Ihrer Suite. Danke, Justus. Den Anzug von Ansgar haben Sie auch rausgelegt? Selbstverständlich. Ich habe mir erlaubt, den Anzug, die passenden Schuhe und alles weitere einzupacken. Schön. Dann wollen wir mal hoffen, dass er ihn auch tragen wird. Sehr wohl. Danke. Da bist du ja endlich. Und? Hast du was aus ihm rausgekriegt? Sie hat bloß rumgeheult, weil sie ihren Vater vermisst. Ich fürchte, das wird nicht reichen, um den Staatsanwalt zu überzeugen, Ansgar auf die Beerdigung zu lassen. Wäre auch zu schön gewesen. Mir muss irgendwas einfallen. Ich hätte dir gerne geholfen. Tut mir leid. Du solltest dich beeilen. Du hast noch 3 Stunden bis zur Beerdigung. Bis ins Frühjahr ausgebucht. Ja, das hätte ich befürchtet. Okay, trotzdem vielen Dank. Tschüss. Ich weiß, dass ich das nicht essen sollte, wenn ich auf die Fashion Days will, aber mega Stress. Was soll ich denn da sagen? Ich darf wahrscheinlich bald Tanzschritte lernen.
Hm. Das heißt, du hast Sascha zugesagt und strippst mit? Was hätte ich denn sonst machen sollen? Diese ganzen Profi-Stripper, die sind ja nicht mehr zu kriegen. Irgendwie scheint dieses Business echt gut zu laufen. Geil, das wird doch super. So heiße Kerle wie ihr auf der Bühne, wahrscheinlich kommt ihr noch ganz groß raus. Ja, das wird ein Riesenproblem. Mensch, Olli, mach dich jetzt mal locker. Ihr werdet jede Menge Spaß haben. Spaß? Ja. Jessie, als ich Sascha vorhin gesagt habe, dass ich dabei bin, da hat er so eine kleine spontane Tanzprobe angefangen. Und dabei ist er mir ziemlich nah gekommen. Und du fandest es heiß? Es geht um Olli. Er hat Schwierigkeiten. Was ist mit ihm? Ich habe mich einem LCL eingeschlossen, er hat mich rausgeholt. Und jetzt haben Sie ihn für den Einbrecher gehalten? Was? Nein, er hat einfach nur vergessen, was Wichtiges zu erledigen. Ja, komm, mach hin. Meine Großmutter Consuela kommt ja eher zum Punkt als du. Ihr wisst ja, dass er im Auftrag seines Chefs so eine Männer-Strip-Kombo organisieren soll. Na, für die reiche Tusse, die im No Limits ihren Geburtstag feiern will. So, und jetzt findet er keinen, der sich für die Ladies auszieht, oder was? Die Jungs sind heiß begehrt. Also, ich sag nur so viel, wenn Tristan das mitbekommt, dann kann sich Olli echt warm anziehen, weil der versteht keinen Spaß, was das Geschäft angeht. So, und jetzt nochmal zurück zum Punkt. Was haben wir damit zu tun? Also, du stehst auf Sascha und darfst mit ihm strippen. Ist doch eigentlich ein Sechser im Lotto. Was ist mit Christian? Dem bin ich immer noch verheiratet, schon vergessen. Oh Gott, Olli, jetzt sei doch mal nicht so spießig. Von so ein bisschen angucken ist noch niemand gestorben. Hm. Du solltest jetzt vielleicht nicht unbedingt Sascha zeigen, dass du auf ihn stehst, aber ja, sonst... Genau, das ist ja mein Problem. Wenn's blöd läuft, wird das gar nicht zu übersehen sein. Gott, ihr Männer seid manchmal echt nicht zu beneiden. Wir sollen strippen. Zusammen mit Olli und mir. Da bin ich. Was soll ich tun? Super, dass du Zeit hast. Hat Olli sich freigenommen? Der musste was erledigen, wegen einem Event, der hier stattfinden soll. Sag mal, habt ihr eigentlich mal überlegt, den Arbeitsbereich effizienter zu gestalten? Wenn man zum Beispiel die Löffel hier neben den Untertassen platzieren würde, dann würde man sich einen Handgriff sparen. Ich könnte das gleich mal so... Lass mal lieber. Olli hat das alles schon optimal gemacht. Außerdem hat er es gar nicht gern, wenn an der Theke etwas verändert wird. Verständlich. Ich wäre auch nicht begeistert, wenn jemand einfach so meinen Schreibtisch im Büro umräumen würde. Dann würde am Ende die Rechenmaschine rechts und der Locher links stehen. Ich fange dann mal mit Spülen an. Was hast du denn da am Hals? Rot. Ist das ein Knutschfleck? Was? Quatsch. Nein. Am Arm hast du das auch. Wo kommt das denn her? Keine Ahnung. Meinst du, das ist ansteckend? Na gut, okay. Ich bin dabei. Ich stehe drauf. Ich find's geil. Was, echt? Ja, ich gönn den Ladies gerne mal was. Klar. Ist eine coole Socke. Kim wird dich köpfen, ist klar, ne? Du, die hat ganz andere Probleme, glaub mir das mal. Mit dir kann ich auch rechnen, oder? Du, im Prinzip geht sowas voll klar, aber ich fürchte, Bella ist total eifersüchtig. Wenn die da mitkriegt, dass ich vor irgendwelchen Tussen da nackt rumtanze, also... Warte mal, also wenn hier jemand locker drauf ist, dann ist es doch Bella, oder? So schnell kann man sich täuschen. Die flippt total aus. Das muss wohl an den roten Haaren liegen, also von daher... Habe ich schon erzählt, was es zu verdienen gibt? Für jeden 500 bar auf die Hand. Willst du dir nicht noch mal überlegen, ob Bella wirklich so eifersüchtig ist? Bedenkt man bei den Schulden, die ihr habt? Ich schätze, da ist nichts zu machen. Tut mir leid. Ich muss doch noch mal wieder auf die Baustelle. Olli hat für dich sein Haus verkauft, als du in Schwierigkeiten warst. Ist es da zu viel verlangt, mal 2 Minuten blank zu ziehen? Ich werde für so einen Schwachsinn bestimmt nicht meine Beziehung aufs Spiel setzen. Was für ein Schwachsinn. Der hat doch einfach nur Schiss, blank zu ziehen. Tja. Kann halt nicht jeder so selbstbewusst sein wie wir. Ja, aber Olli ist ein guter Kumpel. Und ihn so hängen zu lassen, ist einfach nicht cool. Gibt's irgendwas Neues? Wissen Sie irgendwas? Die
Beerdigung von Eva Baumann ist schon in ein paar Stunden. Ansgar, läuft die Zeit davon. Ich weiß. Hat sich der Staatsanwalt schon zu dem Antrag geäußert? Wir wissen doch beide, dass es ohne neue Fakten nicht gut aussieht. Sie haben die Polizeiakte dabei? Und Sie denken, da finden Sie den alles entscheidenden Hinweis? Dann hätten Sie mehr Glück als ich. Hören Sie, mir geht es doch nur darum, dass Ansgar die Möglichkeit bekommt, sich von der Frau zu verabschieden, die er liebt. Und Sie sind sich sicher, dass das das Einzige ist, was er vorhat? Immerhin hat er Grund genug, Alexa Berg aufzuspüren. Möglicherweise denkt er auch, Vincent Berg ist noch am Leben und will sich an ihm rächen. Ich würde jetzt wirklich gerne einen Blick in die Akte werfen. Wie gesagt, die Zeit drängt. Weil Sie es sind. Ich will hier raus! Eva war schwanger? Laut Obduktion im zweiten Monat. Oh mein Gott. Ansgar hatte keine Ahnung. Davon gehe ich aus. Und das muss auch so bleiben. Also von mir erfährt er nichts. Wie Sie wissen, halte ich ihn eh schon für eine tickende Zeitbombe. Ist das ein Wunder? Wer wäre das nicht, dem das Wichtigste im Leben genommen wurde? Nun, Sie... Seitdem er diese Frau kennengelernt hat, ist Ansgar nicht mehr derselbe. Am Ende war er sogar bereit, alles aufzugeben, nur mit ihr ein neues Leben beginnen zu können. Mein Cousin hat gerade alles verloren. Wollen Sie ihm jetzt auch noch die Möglichkeit nehmen, von seiner Freundin Abschied zu nehmen? Herr von Landschein, Sie wissen, dass ich das nicht entscheide. Aber Ihr Wort hat beim Staatsanwalt Gewicht. Und wenn es schief geht? Es wird's nicht. Ich verbürge mich für ihn. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir haben gerade 5 Minuten Pause. Stimmt, heute ist ja dieses Werbeshooting. Alles klar bei dir? Du klingst irgendwie komisch. Katastrophe. Ich muss jetzt einfach mit dir reden. Es ist furchtbar. Was ist denn los? Du solltest mich mal sehen. Ich habe überall rote Flicken. Am Hals und an den Armen. Und es juckt ganz schlimm. Oh oh. Dann denkst du also auch, was ich denke? Wieso? Ja, der Macho von der Arbeit, der mir schon die ganze Zeit auf die Nerven geht. Stimmt. Du hast ziemlich viel von ihm geredet. Aber ich will nicht verliebt sein. Schon gar nicht, wenn ich davon Ausschlag kriege. Das Wichtigste ist, dass du ruhig bleibst. Glaub mir, sonst machst du das alles nur noch schlimmer. Und dann mache ich immer Folgendes. Ach, warte mal kurz. Giselle? Was machst du dann? Sorry, ich muss auflegen. Es geht hier weiter. Wir quatschen nachher im Netz, okay? Küsschen. Oh, ich wusste gar nicht, dass du da bist. Hi, bin gerade erst gekommen. Mann, Mann, Mann. Mit diesem Body hausten sie echt alle weg. Das ist aber die einzig gute Nachricht. Dann hast du Andi und Emilio nicht überredet bekommen? Emilio ist cool. Der Einzige, der sich querstellt, ist Andi. Echt? Ja. Er sagt, Bella sei zu eifersüchtig, deswegen will er nicht mitmachen. Kann das sein? Ist Bella so eifersüchtig? Ist meine Schwester. Keine Ahnung, wie die als Freundin ist. Selbst jetzt versuchst du, ihn in Schutz zu nehmen. Ich an deiner Stelle wäre stinksauer. Nicht mal diese Kleinigkeit kriegt er für dich hin, obwohl du ihm im großen Sinne den Arsch gerettet hast. Ich habe Andi aber freiwillig geholfen und Bella auch. Deswegen muss er doch jetzt nicht ständig nach meiner Pfeife tanzen. Du hast ihm scheiß viel Geld gegeben. Eigentlich sollte er dir die Wünsche von den Augen ablesen und dir jeden Tag die Füße küssen. Ja, das will ich aber nicht. Andi ist mein Freund und Freunde helfen sich eben. Ja, genau meine Rede. Genau das solltest du ihm auch sagen. Und das werde ich ganz bestimmt nicht tun.
Und du tust das auch nicht, Sascha. Sonst kriegen wir beide echt Ärger. Ich will nicht, dass Andi sich mir gegenüber zu irgendwas verpflichtet fühlt. Nur weil ich ihm damals geholfen habe, heißt das nicht, dass er mein Leibeigener ist. So jemanden wie dich gibt's echt nur einmal. Warum trägst du Jessys Shirt? Worauf wartest du? Ansgar, die Beerdigung. Zieh dich um. Wie heißt das? Du hast das geschafft? Ja. Frag mich bloß nicht wie. Ja, ich wäre wirklich gerne mitgekommen, aber ich fühle mich einfach nicht so gut. Ich weiß, wie sehr dich das mitnimmt. Kim sollte jetzt wirklich langsam auftauchen. Ach, sie hat gerade eine SMS geschrieben, dass sie schon unterwegs ist. Evas Mutter wollte die nicht bei uns mitfahren? Oh, das hat ihr alles so zugesetzt. Die Ärzte haben ihr dringend abgeraten, auf die Beerdigung zu kommen. Wie ist eigentlich der Kranz von der Belegschaft geworden? Schön, ja. Da ist richtig viel Geld zusammengekommen. Aber Eva war ja bei den Kollegen auch wirklich sehr beliebt. Ja, das stimmt. Sebastian. Gut, ja, dann treffen wir uns dort. Bis gleich. Sebastian fährt mit Ansgar direkt zum Friedhof. Ansgar darf mit auf den Friedhof? Ja. Das ist gut. Hätten Sie ihm verboten, auf die Beerdigung zu gehen, damit wäre er nicht klargekommen. Tja, das ist ja alles noch gar nicht geklärt. Warum? Ansgar hat doch erzählt, wie es war. Alexa Berg hat eine andere Version und ihr Vater kann ja keine Aussage mehr machen. Dafür hat ihr Ansgar gesorgt. Bitte? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Elisabeth, du trauerst jetzt nicht diesem Schwerverbrecher noch hinterher. Entschuldigt, alles, was ich sage, ist, dass Vincent Berg auch ein Mensch ist. Und dass er als solcher auch ein anständiges Begräbnis verdient hätte. Vincent Berg wollte immer nur unserer Familie schaden. Und er hat Eva ermordet. Also von mir aus soll der Typ sonst wo verrotten. Ich will nicht, dass du so über ihn redest. Ich rede, wie ich will. Kim, bitte. Dieser Streit bringt doch jetzt nichts. Stimmt, ja, du hast recht. Wir sollten jetzt alle für Ansgar da sein und ihn unterstützen. Wer das nicht so sieht, kann gerne hierbleiben. Dass ich hierbleibe, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ansgar hat mein tiefstes Mitgefühl. Und auch ich trauere aufrichtig um Eva Baumann, ob du es glaubst oder nicht. Das wissen wir doch, Elisabeth. Und jetzt, finde ich, sollten wir uns alle wieder angemessen verhalten. Allein schon Evas Andenken zuliebe. Danke. Dafür sind Anwälte wohl da. Können wir dann? Moment noch. Moment, was wird das denn jetzt? Anordnung von oben. Das war die Bedingung, die der Staatsanwalt gestellt hat. Was? Soll ich so an Evas Grab stehen? Hey, Bella. Warte mal kurz. Ich habe da eine Frage. Hast du was dagegen, wenn Andi vor einem Frauen strippt? Habe ich irgendwas verpasst? Naja, Olli sucht eine Stripper-Kombo für so eine Geburtstagsfeier im No Limits. Und das ist schiefgegangen, weil er es verpeilt hat. Okay, und jetzt soll Andi einspringen. Ja, und Olli und Emilio und ich tanzen auch. Naja, Tristan ist schon völlig ausgerastet wegen der Situation. Ja, er mag es nicht, wenn was schief läuft. Also verstehst du auch, dass Andi mitmachen muss, damit Olli keinen Stress kriegt. Ja, aber was hab ich damit zu tun? Naja, Andi sagt, du wärst zu eifersüchtig und deswegen will er nicht mitmachen. Hat er das gesagt, ja? Ich wusste doch, dass es Schwachsinn ist. Nö, ja, das ist interessant. Kannst du vielleicht mit ihm reden?
Das mache ich auf jeden Fall. Mir tut es leid. Erst bestelle ich dich hierher und jetzt muss ich dich wieder wegschicken. Ich kann dir die Nummer von meinem Hautarzt geben. Der ist wirklich gut. Nicht nötig. Ich glaube, ich weiß schon, woher das kommt. Eine Allergie? Irgendwie schon. Wogegen denn? Ist doch jetzt auch egal. Ja, dann gute Besserung. Danke. Oh! Entschuldigung. Sie schon wieder. Warum wundert mich das nicht? Dann war das wohl doch nicht meine Schuld. Nein, natürlich. Ich habe sie mit Absicht angerempelt. Boah, der sieht ja eklig aus. Ist das ansteckend? Beulenpest. Lebensbedrohlich. In ein paar Tagen sind die Fashion Days. Ich kann nicht riskieren, dass bald die ganze Firma so rumläuft. Was soll das heißen? Dass sie bis auf Weiteres keinen Fuß mehr in die Räume von LCL setzen werden. Aber gerade jetzt ist so viel zu tun und es fängt doch an, interessant zu werden. Ich glaube, es ist noch schlimmer geworden, seitdem wir hier reden. Ist ja auch kein Wunder, weil... Warum müssen Sie mir eigentlich immer alles kaputt machen? Ja, na klar, vielleicht bin ich noch schuld an Ihrer Beulenpest. Lass mal, ich geh schon. Hey. Hey. Hast echt was verpasst. Was denn? Na, mich unter der Dusche. Andi, was du da vorhin auf Königsbrunn abgezogen hast, das geht gar nicht. Du musst jetzt auch nicht unschuldig gucken. Ich habe genau gesehen, wie du mit dem Dienstmädchen geflirtet hast. Was? Ich geflirtet? Ich war doch nur ganz normal nett, weil sie uns die Kekse von Frau Linse gebracht hat. Also wenn das für dich nett ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Was hast du denn jetzt auf einmal? Na was schon, ich bin eifersüchtig. Und dank dir weiß es ja auch die ganze WG. Danke, Mann, echt? Gern geschehen. Mann, Andi, warum ziehst du das nicht einfach durch? Jetzt fängst du auch noch damit an. Ich soll's trippen? Das ist doch voll peinlich. Nur wenn man was zu verbergen hat und das kann man von dir ja nun nicht sagen. Netter Versuch, aber ich hab trotzdem keinen Bock. Auf Charlies Dessous-Party, da war das auch ein voller Erfolg und du hattest Spaß. Ach komm, das war doch was völlig anderes. Da hab ich nur so getan, als ob. Seit wann bist du denn so spießig? Dann würde es dir also nichts ausmachen, wenn mich die ganzen Weiber angaffen? Du machst es nicht hauptberuflich und es ist für Olli. Ja, schon. Olli hat sich für dich den Arsch aufgerissen. Da ist es doch nicht zu viel verlangt, mal kurz mit dem Hintern zu wackeln. Olli ist der beste Kumpel, den man sich vorstellen kann. Und wenn du jetzt so rumzickst, dann hast du ihn echt nicht verdient. Ja, ist ja gut, ich mach's. Du geile Socke. Das wird Hammer, wenn uns die Frauen die Euroscheine ins Höschen stecken. Warte, da hätte ich vielleicht doch was dagegen. Gut, dass du jetzt für mich Zeit hast. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Dieser Typ macht mich total fertig. Der ist einfach überall. Ach, Caro, ey, du stellst dich aber auch an. Wenn du mich fragst, ist es höchste Zeit, dass es dich endlich mal richtig erwischt. Immer nur arbeiten und vernünftig sein, das ist doch jetzt langsam echt mal öde. Sich verlieben ist ja eine Sache. Obwohl ich grundsätzlich finde, dass das einen von Wichtigerem abhält. Aber doch nicht ausgerechnet in so einen elenden Macho und Widerling. Hallo? Ich finde, so schlimm klingt dein Widerling gar nicht. Wenn ich da an die Weiche denke, die du sonst so toll fandst. Jürgen, der Schalterbeamte. Der war nett. Mhm. Ja, nett. Ist aber... Ja, ja. In diesem Punkt werden wir uns wohl nie einig. Also, jetzt sag mir mal lieber, wie ich diesen Ausschlag loswerde. Sorry, aber das ist so witzig. Ich hätte nie gedacht, dass sowas genetisch sein kann. Du findest es witzig? Dass ich deswegen hier zu Hause hocken muss und meine einmalige Chance verpasse, mich bei LCL zu beweisen. Ey, so habe ich das überhaupt nicht gemeint. Dann sag mir doch endlich, was ich machen soll. Also, bei mir hilft da ja nur eins. Drauf losgehen. Drauf losgehen? Hast du mir nicht zugehört? Ich hab Ausschlag. Ey, jetzt guck nicht so schockiert. Du musst ja nicht gleich mit ihm in die Kiste steigen. Hm, ja, noch schöner. Obwohl, die Wahrheit über einen Typen erfährt man nur im Bett. Was hart aber war. Dann merkst du entweder, dass du doch nicht so auf ihn stehst, oder es wird mehr draus. So oder so, der Ausschlag ist dann weg. Oder auch nicht. Danke. Du warst mir echt eine super Hilfe. Ich werde bestimmt nicht. Auf gar keinen Fall. Lieber laufe ich bis zu meinem Lebensende als Streuselkuchen rum. Tschüss.
das letzte Kleid zu geben. Sie wurde plötzlich und viel zu früh aus unserer Mitte gerissen. Uns trösten die Worte des Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Auf grünen Auen lässt er mich lagern. Wirklich menschenunwürdig. So, mein Lieber, jetzt bist du fertig. Ich hab solche Angst gehabt. Ja, ich weiß. Das ist jetzt vorbei. Alles. Kann nett sein. Kann. Machen Sie hiermit einen schönen Tag. Ach, gut. Pflege. Rücksichtslose Rübling. Und da kommen gleich drei Ausrufezeichen hin. Könnten Sie mir vielleicht meine Sachen aus dem Fundus holen? Das habe ich schon. Oh, gut, sehr gut. Dann legen Sie sie mir doch bitte einfach vor die Tür. Gern. Wenn Sie mir die 45 Euro und ein paar Zerquetschte erlassen. Niemals! Egoistischer Erpresser. Jawohl. Halten Sie die Klappe und schwingen Sie Ihren Arsch auf die Maschine. Und zwar ein bisschen flott. Nein. Und so schon gar nicht. Ja, gut. Dann eben nicht. Los, Schulz, wir satteln die Hühner. Egozentrisch, selbstverliebt. Attraktiv. Eitel. Von wegen verliebt. Kann ja gar nicht sein. Nein. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe alles versucht, eine andere Gruppe zu finden, aber die sind alle ausgebucht. Da haben wir eben gedacht, selbst ist der Mann. Ich habe dieser Sander einen niveauvollen Abend in exklusiver Atmosphäre versprochen. Und du kommst mir mit einem strippenden Bauarbeiter, einem Hausmeister und einem Würstchenverkäufer? Nee, nicht Würstchenverkäufer. Ich verkaufe qualitativ hochwertige Bio-Burritos. Und außerdem sind wir Naturtalente. Wenn dieses Event ins Wasser fällt, dann... Tristan, wir kriegen das hin, versprochen. Mit der Sander ist alles abgeklärt. Ja, sie hat auch schon ein Foto von uns vier geilen Typen gesehen. Und sie war total begeistert. Gut. Wenn dir nur meine Hose gibt, bist du deinen Job los.
Ansgar? Ansgar? Zu mir. Ich warte auf dich. Ich lass dich nie mehr allein. Ich bleib bei dir. Ich bin's, Kim. Darüber, los! Landsteinwaffe fallen lassen! Ansgar! Stehen bleiben oder ich schieße! Ich nicht schießen! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Danke. Bitteschön. Na komm, dann sag mal hier. Das Jucken hat schon etwas nachgelassen. Oder ich habe mich inzwischen dran gewöhnt. Das sieht doch viel weniger schlimm aus, als ich dachte. Stimmt. Ist fast weg. Und falls es noch mal wiederkommt, nimmst du einfach das hier. Da ist Wacholderbeeröl drin, das hilft gegen den Juckreiz. Ich glaube, das ist überstanden. Was meinst du denn, wie es gekommen ist? Keine Ahnung, ich hatte sowas noch nie. Weißt du eigentlich noch, wie die arme Giselle auf einmal voller Pusteln war? Ich habe mir so einen Kopf gemacht. Und dann hat sich rausgestellt, dass sie sich einfach nur in den kleinen Florian von gegenüber verguckt hatte. Stimmt, Giselle hat manchmal ziemlich heftig auf Jungs reagiert. Aber da sind wir ja zum Glück völlig unterschiedlich. Oder kann es sein, dass du auf den Blütenstaub reagiert hast? Das Zeug, das kann ziemlich aggressiv sein. Die Lilie? Natürlich. Das hat angefangen, als ich die hier hingestellt habe. Oh, Gott sei Dank. Das war nur die Blume. Wieso? Hattest du da noch einen anderen Verdacht? Nein, nein. Ich bin nur einfach froh, dass ich jetzt weiß, wo es herkommt. Willkommen zur ersten Probe der No Limit Dancers. Was ist das für ein bescheuerter Name? Ja, sollen wir uns die Fritsche Komponente rennen ja gleich alle weg. Das ist doch ein einmaliger Auftritt, dafür brauchen wir gar keinen Namen. Dann können wir das doch einfach vertagen. Bin ich auch dafür. Sascha, geht los, hepp. Jo, jo. Ich dachte, wir fangen mit einer reinen Tanzchoreo an und ziehen uns erst dann aus und machen so die Ladies heiß. Das finde ich gut. Ready? Ja. Yep. Leute, es tut mir wirklich leid, aber ich muss los. Jetzt schon? Ja, Kim ist doch bei der Beerdigung von Eva und ich habe ihr gesagt, ich warte auf sie und es muss jetzt langsam vorbei sein. Also, und hier immer schön locker bleiben, ne? Gut, dann. Ciao. Da fällt mir auch gerade ein, ich habe auch was Wichtiges vergessen. Mein Handy auf der Arbeit, tja, wäre ja zu blöd, wenn das jetzt weg wäre. Ja, ja, als ob auf dem Schloss groß geklaut wird. Beim nächsten Mal bin ich wieder dabei, versprochen. Aha. Na dann, müssen wir wohl die Choreo machen, hä?
Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wo er ist. Das wissen wir nicht. Aber Sie haben eine Ahnung, wo er sein könnte. Sie haben irgendwelche Immobilien, Ländereien, wo er sich verstecken kann. Nein, Frank. Nein. Versuchen Sie es mal bei seinem Golfclub. Da draußen läuft ein potenzieller Mörder rum. Das finden Sie komisch? Ansgar ist kein Mörder. Ja, warum ist er dann geflohen? Heiko, wie sieht's aus mit der Ringfahndung? Ja, melde dich, wenn es was Neues gibt. Kim, dein Vater hat dir was ins Ohr geflüstert, bevor er geflohen ist. Was war das? Er hat gesagt, dass er mich liebt und das hat sich irgendwie wie eine Verabschiedung angehört. Wie eine Verabschiedung? Ist ja freundlich, dass er sich noch verabschiedet, bevor er meinen Kollegen überwältigt und ihm die Waffe klaut. Was ist, wenn er was anderes meint? Ein Abschied für immer? Kim, hör mal zu. Du siehst deinen Vater schneller wieder, als du jetzt denkst. Das schwöre ich dir. Ich habe mich von ihm täuschen lassen. Ja, was soll ich sagen? Tut mir leid. Herr von Lahnstein, Sie haben sich für Ihren Cousin verbürgt. Und jetzt rennt er da draußen rum und ist unberechenbar. Und zwar mit einer Waffe. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Kann ich dann gehen? Ja, Kim. Aber bleib zu Hause und melde dich, wenn du irgendwas von deinem Vater hörst. Hast du gehört? Das gilt für Sie natürlich auch. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Klingt alles so lecker. Ich glaube, ich nehme nur einen Salat. Aber das sollte ich natürlich nicht abhalten. Ach, und als mittellose Praktikantin bist du natürlich eingeladen. Danke, das nehme ich gerne an. Und dann erzählst du mir mal alles, was du auf dem Herzen hast. Nicht diesen Blick, Biggie. Damit konntest du uns schon damals jedes Geheimnis entlocken. Du bist natürlich erwachsen und musst mir gar nichts erzählen. Aber vielleicht hilft's dir ja, wenn du dir mal alles von der Seele quatscht. Wenn da nun mal nichts ist? Du musst mir versprechen, dass du nicht wieder alles in dich reinfrisst. Es gibt nur Magengeschwür. Großes Ehrenwort. Vielleicht nehme ich doch was Vernünftiges. Pasta oder so. Ach, Schulz. Was macht der? Sie wissen schon. Mir geht es bestens. Und deswegen bin ich morgen früh auch wieder einsatzbereit. Ja, sieht auch wieder ganz passabel aus. Na dann, bis morgen. Hatte ich schon erwähnt, dass ich immer ein offenes Ohr für dich habe? Hattest du. Ja, ist ja gut, dass sich das mit dem Ausschlag geklärt hat. Ja, war nur die Blume. Nur die Blume. Was natürlich nicht heißt, dass du nicht trotzdem verliebt bist. Sind wir zusammen.